Thanks to the generous financing from Baron Igor, I was able to create a miraculous machine. Its mechanism can reanimate dead bodies and even support life in them by means of electromagnetic pulses passing through the flesh. I'm ready to begin in vivo experiments. Und wir haben das zweite grüne Ornament. Die Knarre nimmt er natürlich nicht mit, aber ein Messer. So. Was können wir denn mit dem Messer machen? Haben wir hier nicht irgendwas? Nee, das will er nicht. Mit der Gartenschere auch nicht. So, hier haben wir noch zwei so komische Dinger. Sonst sehe ich hier gerade nichts zu tun. Gehen wir nochmal hier raus. Hatten wir hier noch irgendwas? Was ist das denn? Das sieht so verdächtig aus. Aber der guckt sich hier nichts an. Außer, das ist aber nur das. Was hat er da gesagt? Der Kontrollhebel scheint zu fehlen. Ach so. Ach ja. Gut. Hier haben wir nichts mehr, ne? Haben wir an der Hütte noch irgendwas gehabt? Nö, ne? Und am Schiff auch nicht, oder? Ach so, doch, klar, wir mussten da rein, aber das Ding habe ich auch noch nicht. Das hatten wir aufgebrochen, beim Schiff waren wir schon. Dann gehe ich nochmal. Der Kontrollhebel scheint zu fehlen. Kann ich irgendwas anderes vielleicht dafür benutzen? Das Messer? Nein. Ich nehme an, der Staubwedel wird es auch nicht sein. Den Schraubenzieher hätte ich noch anzubieten. Na gut, dann gehen wir zurück. Ach so, hier ist nur die Stange abgebrochen. Verstehe. Das Pferdchen hatten wir. Gut, gehen wir wieder in die Spiegelhalle. So, hier drin war jetzt aber nichts mehr, ne? Das haben wir, hier haben wir alles, hier haben wir auch alles. Scheint, wenn ich mich nicht irre, erschien mir dieses Zimmer bei meinem letzten Besuch größer. Victor liebte es, auf dem Sofa im Alkoven hinter den Säulen zu sitzen und zu lesen. Aha. Na sowas. Das wird dann aber manchmal nicht angezeigt, ne, dass man da was machen kann. Das sind ja Schlingel. Hier muss ich drehen, damit wir die Katze bekommen. Jo, die kleine Maus. So, einmal noch. Ja. Achso, jetzt kann ich sie nehmen. Da haben wir die Katze. Einhorn. Dem fehlt das Horn. So, Einhorn. Wie ein Einhorn ohne Horn hat doch ein Horn. Was haben wir noch? Herz, Pentagramm. Hier ist das Pentagramm. Da ist ein Herz. Fisch, Schmetterling, den hatte ich gesehen. Wo haben wir den Fisch? Fisch, da. Ein Zahnrad, Eisenhandschuh, Käfer. Den Käfer hatte ich doch gerade schon da. Hier haben wir den Eisenhandschuh. Hier liegt das Zahnrad. Hier haben wir eine Münze. Hier ein Blatt und mit dem Hasen da. Müssen wir wahrscheinlich zunähen. Sehr gut. Na klar. So, jetzt können wir mit unserem Eisenhandschuh auch durch die gefährliche Glasdings hier greifen. So ein Glück, dass wir den anhaben, meine Herren. Und wir haben den Wolfschlüssel. Damit können wir jetzt beim Schiff. So, hier haben wir es. Ach nee, doch nicht. Hä? Wo war denn der Wolfschlüssel? Ich dachte, das wäre hier beim Schiff gewesen. Muah, muah, muah. War der hier? Aha. So. Ist ja gut. Immer diese seltsamen Schlüssel, die die in solchen Häusern haben. Ich verstehe es nicht. 1797. Der Drehgriff ist so verrostet, dass ich ihn nicht bewegen kann.
ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht tun. Hier haben wir noch was. Ich glaube, ich muss hier etwas einsetzen. Das glaube ich auch. Wir haben aber nichts mehr. Hier haben wir das dritte grüne Ding. Dahinter liegt noch was. Ich kann es wohl nicht durch die Gitterstäbe ziehen. Kann ich die Gitterstäbe dann... Hey, ich wünschte, ich könnte das tun. Dafür gibt es nur eine Verwendung. Warum habe ich das dann noch? Ich kann das nicht. Komm, der Eisenhandschuh. Na gut. Okay. Lecker, lecker. Was kann ich denn... Ich bin nicht hungrig. Ja, selber schuld. Aber irgendwas kann ich hier doch machen. Bum, bum, bum. Wieso ist er denn nicht hungrig? Na gut, dann halt nicht. 1797. Kommen wir da nicht irgendwie dran mit der Gartenschere? Nein. Ach so, hier ist der Schraubenzieher. Kannst du das nicht? Ich kann das wohl nicht durch die Gitterstäbe ziehen. Das heißt, wir müssen da irgendwie anders rankommen. Das Ding hier ist verrostet. Huch. Was ist denn jetzt hier passiert? Eine Filmrolle. Kann ich hier mit dem Staubwedel? Sehr gut. Ein Kontrollhebel. Aha. Und wer bist du? Der sieht ja ganz verletzt aus. Ach je. Solange der Tiger angekettet ist, kann er mir nichts tun. Ich kann aber auch nicht vorbei. Du willst bestimmt was von dem Fleisch, ne? Kaminzimmer. Ach so, ich dachte, da kommen wir her. Verstehe. So, wir haben hier einen Kontrollhebel. Den setze ich gerade mal ein. Das ist gruselig. Ah, jetzt haben wir den Ankerschlüssel. Und... noch ein anderes Ornament. Und hier fehlt noch ein Zahnrad. Ich verstehe nicht, wie das Karussell ohne es funktionieren konnte. Oder vielleicht hat es angehalten, weil etwas mit dem Zahnrad passiert ist. Das werden wir sicherlich herausfinden. Und diesem unglaublichen Geheimnis auf die Schliche kommen. So, setze ich mal den Ankerschlüssel hier ein. Bip. Falkenornament. Und ein Ölkännchen. Na sowas. Die Schrauben sind fest verschraubt. Oder vielleicht nur verrostet. Wo habe ich meinen guten Freund, den Schraubenzieher? Ich fürchte, dass das nicht funktioniert. Ölkännchen, weil er hat ja was von wegen verrostet gesagt. Nee, funktioniert auch nicht. Mit der Gartenschere wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, kommen wir später wieder. Wir haben ja genug anderes jetzt gerade, was wir hier machen können. So, schnell wieder hinein. Ab ins Kaminzimmer. Und mal schnell ölen. Siebenundneunzig. Mensch, war das knifflig. Okay, Gesicht. Es sieht irgendwie... Naja, gut. Hier haben wir noch ein Stück. Und hier haben wir auch noch ein Stück. Jetzt haben wir das Gesicht. Fliege... Ist das damit gemeint? Ja. Bulle? Was meint denn das? Das hier? Ja. Eine leckere Chilischote. Und eine Sicherheitsnadel, die auch lecker ist. So. Medizin. Ist das hier Medizin? Das sieht doch aus wie Medizin. Nimmt aber nicht. Das ist Medizin. Wie bei Franbo. Hier haben wir wieder ein Herz. Nashorn. Einen Knopf.
Da ist er doch. Ein Adler. Da. Ein Tiger. Hier haben wir das. Können wir den anmalen? Ja, jetzt sieht es auch richtig aus wie ein Tiger. Einfach nur wie eine bepinselte Hauskatze. Okay, und da haben wir ein Fernglas, aber da scheint ein Glas zu fehlen. Setzen wir das doch mal ein. Sehr gut, dann haben wir das auch. Schlafmittel. Ah, okay. Nee, hier will ich noch gar nicht hin. Geh mal hier zum Esstisch und tu das Schlafmittel in das Hühnchen. Aha. Okay. Dann können wir jetzt dem Tigerchen. Bitteschön. Oh, da freut er sich und dann sowas. Boah, das sieht aber auch. Naja. Get out of the way. Oh, was ist denn? Was ist mit dem? Ich dachte, wir sollten hier hinkommen. Na gut, hier scheinen wir erstmal nicht voranzukommen. Oh, was stand da? Der Baum brennt. Der Brand muss schnell gelöscht werden, bevor der ganze Wald in Flammen steht. Ja gut. Einfach mal den gleichen Satz nochmal benutzen. Kann man machen. Muss man aber halt nicht. Mhm. Na gut. Hier ist sonst nichts mehr. Nö, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir haben ja auch immer noch den Schlüssel hierfür bekommen, ne? Glaube ich jedenfalls. Ja, hier. Da war die Olle drin. Oh oh. Ein paar Hundebilder oder Jagdbilder. Gut, dann quatschen wir mal mit der, wenn das geht. Sie ist bewusstlos. Ich kann sie nicht aufwecken. Bist du dir sicher? Na gut. Haben wir irgendwas, was stinkt? Öl. Ich kann das nicht. Staubwedel. Nimmt der auch nicht. Wieso können wir sie denn nicht aufwecken? Aha, hier haben wir doch noch was. Hier müssen die drei grünen Steinchen rein. Wo haben wir sie denn? Mensch, haben wir viel im Inventar. Decke die verdeckten Bereiche auf, indem du die Hebel in die richtige Position bewegst. Wenn du einen Hebel bewegst, bewegen sich die anderen Hebel auch mit. Kehr die Kreise, sodass nur Teile gleicher Farben in einem der seitlichen Kreise liegen. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hallo. Was war das für ein Geräusch? Geh mal bitte. Ach so. Ich verstehe das nicht. Was für Kreise denn? Hä? Muss ich da irgendwas noch? Die zweite Abdeckung wird wahrscheinlich über diesen Hebel gesteuert. Bin ich irgendwie Banane? Hä? Ich verstehe das nicht. Irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, kann ich mir das hier mal einen Tipp holen? Ja, und dann? Ach so, hä? Oh Gott. So, wie ging das? In jedem Dingsbums darf nur einmal. Ach so.
Hä, hey, stimmt das nicht? Info. Gerät die Kreise, sodass nur Teile... Ach, wieso? Ja gut, verstehe. Das sollte ja kein Problem darstellen. Hä, hey, aber wie soll denn das? Ach so. Nee, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Sehr klug, Nela. Doch, jetzt. So, und was haben wir hier? Aha, da können wir wieder unseren Freund, den Schraubenzieher. Was würden wir ohne den nur tun? Aha, so ein Ornament. Riechsalz. Na, wenn die davon mal nicht... Elizabeth, can you hear me? Wake up! My dear friend, it's you. It's so very kind of you to have answered our plea for help. Terrible things are happening here. We are all in the greatest peril. It is genius. My spouse has created a monstrous evil. Klar, halt die nicht auf. Rette sie einfach nicht. Oh Mann. Vor allem, dass die auch nur noch eine Nacht länger da bleiben, wenn da so ein Heinz rumrennt. Na gut. Da können wir jetzt also nicht lang. Dann gehen wir mal wieder in die Spiegelhalle. Sehr dramatische Musik. Haben wir hier noch irgendwas gehabt? Nö, ne? Wir müssen das... Da ist so ein trauriger Roboter, warum auch immer. Gehen wir wieder zurück. Hatten wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Okay. Ach so, hier fehlt ja auch noch ein Zahnrad, ne? Das haben wir aber noch nicht. Hier an der Krypta war nichts mehr. War beim Schiff noch was? Ja, hier. Aber ich weiß nicht, wie wir das aufkriegen sollen. Nee. Huch. Immer dieses Geräusch, wenn ich was Falsches mache. Whoop. Süß. Ja gut, wie kriegen wir den auf? Hast du selbst keine Lösung für, ne? Wir haben ein Lilienornament. Okay. Warte mal. Sind das da überall Spinnenweben? Kann ich hier wieder sauber machen? Das wollte ich doch gar nicht. Mach mal sauber. Nee, sauber machen kann ich nicht. Schade. Gut, hier sehe ich soweit erstmal nichts. Wo könnte ich denn die drei Lilienornamente einsetzen? Hier doch sicherlich nicht, ne? Kann ich hier putzen? Nein, schade. Überall sind Spinnenweben. Ich kann nirgendwo putzen. So, hier in dem Zimmer hatten wir nichts mehr. Außer die arme kleine Versuchsratte.